Wir sind hier am Holzbautag in Biel mit 600 Leuten, sogar mehr, ein absoluter Besucherrekord. Wir wollen wissen, warum so viele Architekten und Holzbauerinnen sich heute Zeit genommen haben, hier hinzukommen. Das ist das Publikum, Fachausstellung, sehr fachkompetente Referat und vor allem, was der Holzbautag gut macht, ist das Ambiente. Alors, j'ai trouvé très très intéressant les différentes applications qu'on mettait sur les lames bois extérieures et respectivement la manière dont on devait résoudre les détails pour pas créer de problèmes aux façades. Weil wir ein großes Holzbauprojekt haben und ich mir ganz speziell die Vorträge über die Holzschalungen anhören möchte. Alors, on a un bâtiment qui sera majoritairement construit en bois et puis ce qui nous intéressait c'était les différents traitements de façades possibles. Les différentes finitions et traitements pour la durabilité. Aktuelle Themen, die die Branche beschäftigen, die Holzbaubranche, aber auch die Architekten, Ingenieure, wirklich Sachen, wo man im Alltagsgeschäft damit konfrontiert ist. Der Holzbautag hat auch das Ziel, Architektur und Holzbau zu verbinden. Glauben Sie, das gelingt? Oui, oui, oui. Je trouve intéressant comme c'est présenté puisque c'est des modules relativement courts qui parlent et technique et esthétique. Donc pour moi c'est réussi parce que l'architecte il est plutôt dans la recherche de l'esthétique et puis l'ingénieur plutôt dans la technique. Et, voilà, il propose les deux modules aujourd'hui donc c'est plutôt réussi, oui. Ça klingt, das ist das Fazit daraus aussi, dass man solche Sachen noch mehr zusammenführen mit den Architekten zusammen, dass eigentlich auch die Studenten schon lernen miteinander, Sachen eben zu entwickeln und zu eruieren, so wie es nachher schlussendlich im Tagesgeschäft drin ist. Je trouve aussi avec les différents représentants, les différents stands qu'on a ici, beaucoup de réponses à des résolutions techniques qui m'intéressaient. Was glauben Sie, ist so das Geheimnis vom Holzbautag? Was macht der Kongress aus? In der Veranstaltung gelingt es immer, Themen anzuheben und Themen zu behandeln, die aktuell sind. Und die ganze Schweizer Holzbranche ist da, man sieht einander. Ja, ich finde auch das Netzwerken hier sehr gut. Man kann sich gut austauschen, es sind viele Aussteller da. Ja, insgesamt eine sehr gute Veranstaltung. Die Fachhochschule macht eine sehr gute Ausbildung, macht ein sehr gutes PR für das Material. Und deswegen werden die Menschen wissen, wenn sie da nach Biel kommen, dann kriegen sie was Gescheites geboten. Wir freuen uns, Sie am Holzbautag 2020 wiederzusehen.